vorgestellt As Far As The Eye oder Fate. Ein neues Spiel, was am heutigen Tag, wo ich das Video hochsetze, also den 10.09.2020, rauskommt. Danke an Johann von Goblin Studios, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür. Sind wir in diesem Spiel jetzt mit der Vorstellung, wie ihr seht. Es ist ein rundenbasiertes Spiel, es ist ressourcenmäßig unterwegs, also Rohstoffmanagement ist gefragt. Es sind ganz viele Sachen, die wir jetzt gleich sehen werden. Ich will da gar nicht so viel spoilern, sondern einfach mal loslegen. Ich habe es noch nicht gespielt, das ist das erste Mal. Ich hoffe, die Aufnahme wird auch was. Kampagne, starten wir mal los, was es da so gibt. Wahrscheinlich ist die Kampagne sozusagen auch ein Tutorial. Kapitel 1, Oku, das Wachsame. In diesem ersten Kapitel führst du Oku zum Auge, indem du eine Brücke reparierst. Du lernst, wie du Einheiten bewegst und mit ihnen erkundest. Du sammelst Rohstoffe, schließt deine Ziele ab und machst die Karawane für die Abreise bereit. Lulu und Oku warten auf ihre ersten Abenteuer oder ihr erstes Abenteuer, das für alle Arten von Spielern zugänglich ist. Ja, das ist ja dann mal das Kapitel 1, was wir mal machen wollen. Ich hoffe, wir kommen da gut durch. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber wir werden das ja jetzt erfahren. Okay, am Morgen des 456. Blinzeln erwacht das Seufzen. Das Tosen der Wellen befreit es aus seinem langen Schlaf. Die Zeit ist gekommen, es muss sich sputen. Das Wasser nahe und der Kreis beginnt von neuem. Die Welle wird die Erde unter sich begraben und damit den Wohlstand künftiger Generationen sichern. In der Zwischenzeit müssen die Völker dieses Land Schutz finden. Vom Wind geleitet. Die Zöglinge binden ihre lange Reise zum Auge. Ihrer zyklischen Zufluchtsstätte und der Ort des großen Treffens. Dort werden sie gemeinsam leben bis zu ihrem nächsten Trennung, wenn der Zyklus endet. Hier teilen sie das Wissen, das sie im Laufe der letzten 456 Blinzeln gesammelt haben. Später werden die großen Tränen versiegen und es wird Zeit, das Auge zu verlassen und erneut zu beginnen. Ja, spielen. Du bist der Wind, du wachst und hörst den sanften Wellenschlag des Wassers. Der Kreis beginnt von neuem. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu erfüllen. Okay. Ich habe jetzt mal reingezoomt, kann rauszoomen. Weiter rauszoomen geht nicht. Reinzoomen geht bis in 3D-Ansicht wahrscheinlich. Das ist schon eine Übersichtskarte. Okay, sehr hübsch. Das ist Oku. Oku ist ein Zögling. Zöglinge sind kleine, neugierige Geschöpfe, die im Einklang mit der Natur leben. Sie bilden Stämme und leben in kleinen Dörfern. Kamera, klicke mit dem Mausrad, um die Kamera um Oku zu bewegen. Das Mausrad lässt dich außerdem herein- und herauszoomen. Ja, das mit dem herein- und rauszoomen hatten wir schon. Ja. Die Karte kann ich mit Rechtsklick verschieben. Mausrad ist klar. Klicke mit dem Mausrad. Ach so, dann kann ich wahrscheinlich, ja, dann kann ich es auch drehen. Mit dem Mausrad. Sehr interessant. Oku ist wahrscheinlich diese Person da, ne? Ja, kein Handwerk, untätig. Gut. Diese Leiste zeigt an, wie lange es dauert, bis Ereignis und schließlich die Welle an diesem Ort eintreffen. Die Welle ist hier. Mit jeder Runde nähert sie sich Oku ein weiteres Stück. Okay, also dieser Balken hier unten wahrscheinlich. Oku ist hier. In 86 Runden wird dieses Land überflutet sein. Du, das Seufzen, muss Oku retten. Okay. Öffne die Karte und finde Okus Position in der Welt. Dann machen wir die Karte auf. Heute ist Oku hier. Oku liebt sehr nah am Auge und muss nie besonders weit reisen. Also verbringst Oku die Zeit bis zum letzten Blinzeln damit, die Gegend um das Auge herum zu begutachten. Okus Mission ist es, jeden beschädigten Pfad zu reparieren, um andere Zöglinge auf dem letzten Abschnitt ihrer Reise zu helfen. In jedem Zyklus begrüßt Oku die neuen Stämme. Oku ist immer da, bevor die ersten Reisenden eintreffen und geht, nachdem die letzten von ihnen gegangen sind. Und während Oku auf ihre Ankunft wartet, gibt es Krümmern zu beseitigen, Seilbrücken zu reparieren und Pfade zu pflegen. Okay. Ja, sieht man da, ne? Hier ist das Gebiet, da ist das Zentrum, also das Auge. Und das ist der Weg dahin, aber das ist bestimmt nicht nur ein Weg. Ach, eingestürzte Brücke von groß ausgeglichenen Rast nach das Auge. Okay, dann müssen wir da was tun wahrscheinlich. Das Auge ist hier. Es ist das Ziel aller Stämme von Zöglingen am Ende des Zyklus. Für Oku ist es der nächste Schritt. Wähle einen Pfad oder eine Rast, um die Reisekosten zu erfahren. Okay, Ziele, das Auge, 200
Portionen, 40 Erz und 80 Holz. Gibt's da wahrscheinlich. Zwischen Okus Rast und im Auge befindet sich eine eingestürzte Brücke, die die Welt Weiterreise behindert. Die Brücke muss mit Hilfe von Holz und Erz repariert werden. Sammle diese Rohstoffe, um Oku bei seiner Reise zum Auge zu helfen. Schließe die Karte, um zur aktuellen Rast zurückzukehren. Okay, also das ist dann hier, ne? 40, 80 brauchen wir für die Brücke und 200 ist Nahrung zum Überleben wahrscheinlich. Für die Reparatur der Brücke hat sich Oko dran gemacht, es Erz zu sammeln und hat bereits 40 in seinem Transportballons gelagert. Jetzt muss Oko dieses Erz zum Stamm zurückbringen. Wähle Oko aus. Hinweis, klicke auf den Körper oder den Ballon eines Zöglings, um hier rauszuwählen. Na, dann nehmen wir mal jetzt den Ballon, ne? Sobald du Oko ausgewählt hast, kannst du ihm zuflüstern, sich zu bewegen. Klicke mit der rechten Maustaste auf diese Hexagon und wähle die Bewegungsaktion, sodass Oko dorthin geht. Ist das die Brücke? Nicht erkundet. Wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, kannst du außerdem die Kamera bewegen. Ja, wäre schön gewesen, wenn es so ist, aber es ist nicht so. Also, weil die Karte natürlich ganz rausgezoomt war, ging das nicht. Ja, jetzt ansehen? Nö. Ach so, Oko erstmal auswählen, ne? Hab ich. Sobald du Oko ausgewählt hast, kannst du ihn zuflassen, sich zu bewegen. Klicke mit der rechten Maustaste auf diese Hexagon und wähle. Ach so, ich soll wahrscheinlich genau dieses Hexagon nehmen. Und dann die Bewegungsaktion auswählen. Ah, so läuft's. Zugeflüstert. In As Far As the Eye werden Aktionen am Ende jeder Runde ausgeführt. Um Oko in Bewegung zu setzen, klicke auf die Schaltfläche zu Beginn der nächsten Runde. Den Mond hier. Hinweis, mit jeder verstreichenden Runde nähert sich die Welle deiner Rast. Okay, Oko bewegt sich. Da sind nochmal die Rohstoffe. Runde 0 ist es. Da können wir die Karte aufrufen. Hier unten ist der Balken für die Welle, die jetzt dann wächst. Da ist sie rüber. Zöglinge verbrauchen Bewegungspunkte, BP, um sich zu bewegen. Diese Ebene erfordert ein BP. Oko hat 3 BP und kann sie mit Leichtigkeit überqueren. Okay, sehen wir da. Der Rest ist geblieben, außer dass oben jetzt Runde 1 steht und der Balken mehr geworden ist. Bewege Oko zu dieser Ebene, indem du sie mit der rechten Maustaste anklickst und die Runde beendest, um die Aktion auszuführen zu lassen. Das erkundbare Gebiet wird durch graue Hexagone gekennzeichnet. Jeder Zögling verfügt über eine Sichtweite von 1 und deckt direkt an die eigene Position angrenzende Hexagone automatisch auf. Gut, dann machen wir das doch, oder? Und dann sollen wir weitermachen. Okay, Runde 2 war das. Ne, ist das. Sind die Bewegungskosten höher als die verfügbaren BP, benötigt der Zögling mehrere Runden, um die Bewegung auszuführen. Beende die Runde. Also, er ist ja noch nicht da gewesen. Einige Arten von Terrain sind schwieriger zu überqueren als andere. Berge erfordern 4 BP. Um eine Gebirgshexagon zu überqueren, benötigt Oko 2 Runden. Bewege Oko hierhin. So, anderes ist nicht zu sehen, aber wir können das ja so machen und dann geht er dahin. Gut, Runde beenden. Oko gewinnt BP zurück. Beende die Runde. Ich weiß jetzt nicht, warum er es zurückgewonnen hat, aber hat er. Das ist Lulu, die Karawane. Hilf Oko dorthin zu gelangen, um die 40 Erz abzugeben. Hinweis, über größere Distanzen wird ein Zögling immer die kürzeste Route wählen. Na, dann gehen wir doch da mal hin, oder? Und dann eine Runde beenden. Runde 6. So, jetzt sehen wir hier oben noch was. Oko hat 40 Erz zur Karawane gebracht. Die 40 Erz befinden sich jetzt im Vorrat. Hinweis, Rohstoffe können erst genutzt werden, wenn sie sich im Vorrat befinden. Aha, okay, der Vorrat ist hier. Kürbis Kyprikas, so heißen sie, können anstelle von Nahrung verbraucht werden. Kann ich nicht. Achso, das ist das hier. Oder von Bäckern und Küchenmeistern in Srebren verwendet werden, um mehr Nahrung herzustellen. Zöglinge brauchen pro Runde 6 Rationen. Rationen werden von Köchen, Bäckern oder Küchenmeistern mit Kyprikas, Fleisch, keine Ahnung, was das nächste sein soll, kann ich nicht erkennen, wird bestimmt noch erklärt. Hergestellt. Das ist das Erz. So, dann würde ich sagen, weiterklicken hier. Jetzt wird für die Einrichtung der Brücke nur noch Holz benötigt. Kann in Wäldern und Dschungeln gefunden werden. Holz. Erkunde die Karte, um diese Arten von Terrain zu finden.
Okay, dann mal hier weiter. Okay, dann sind wir auch schon frei. Ja, ich denke mal, wir gehen dann einfach hier schon mal hin, ne? Oder vielleicht sollten wir das nochmal revidieren und dahin gehen, oder? Weil dann sehen wir diese ganzen Felder. Aha, da ist ein Wald. Um Rohstoffe abzugeben, musst du Oko einem Gebäude zuteilen. Oko hat nur Lulu, die Karawane, um die gesammelten Rohstoffe abzuliefern. Wähle Oko und klicke dann mit der rechten Maustaste auf die Karawane und wähle Holz. Oko wird sein Erscheinungsbild in dem zugeteilten Gebäude ändern. Beende die Runde, um die Aktion zu bestätigen, bis Oko sich verwandelt hat. Hinweise: Du kannst Oko auch zum Sammeln zuweisen, indem du mit der rechten Maustaste direkt auf den Wald klickst. Darum wird Oko das nächste verfügbare Gebäude wählen. Keine Ahnung. Ich will das nicht ansehen. Holz sammeln. Geht er dann da automatisch hin? Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, aber ich probiere es mal aus. Ah, kein Holz gesammelt. Muss man da erst hingehen wahrscheinlich, ne? Da haben wir was falsch gemacht. Unter den Zöglingen entspricht die Form des roten Pandas dem Handwerk der Sammler. Oko wird sich in dieser Form entwickeln und Erfahrungen in diesem Handwerk sammeln können. Oko hat diese Form angenommen, um Holz zu sammeln. Ja, da bin ich jetzt einen Schritt zu spät. Ein Zögling mit einem Handwerk erledigt seine oder ihre Aufgaben selbstständig. Oko wird Holz im Wald sammeln und es ohne weitere Anweisung an der Karawane abliefern. Beende die Runde. Tja, wo ist Oko? Oko ist jetzt hier hingegangen, dooferweise. Aber Oko sollte ja da hingehen, ne? Oko ist ein sehr erfahrener Sammler und es werden 3 Runden dauern, um Holz zu sammeln. Lass Oko arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber ich hoffe, dass es so geht. Muss ich das nochmal machen? Ja, aber der hat kein Holz gesammelt. Ich verstehe es nicht. Jetzt macht er da was. Runde 13. Was macht er jetzt? Das ist die Karawane. Ich weiß es nicht. Wir klicken mal weiter. Oko hat 40 Holz gesammelt. Oko weiß, was zu tun ist und wird die Rohstoffe von selbst zurück zum Vorrat tragen. Solange du Zöglinge keine anderen Aufgaben zuteilst, werden sie standardmäßig weiter Rohstoffe sammeln. Also das Holz haben wir hier wirklich. Nur natürlich nicht im Vorrat, das sehen wir da nicht. Hinweis: Ein Zögling hat beim Transport von Rohstoffen einen BP weniger. Lass Oko arbeiten und beende die Runde. Na, dann gehen wir da hin jetzt, oder? Und ich hoffe, er hat das jetzt abgeliefert, oder? Schließe das Ziel ab, indem du 80 Holz zum Vorrat bringst. Hinweise: Wenn du Zöglinge beim Transport von Rohstoffen unterbrichst, lassen sie die Rohstofffallen verlieren. Sie, bevor du also einen Zögling eine neue Aufgabe erteilst, solltest du sicherstellen, dass nichts Wertvolles transportiert wird. Habe ich das jetzt versaut? Gute Frage, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Oko hat jetzt Holz. Ja, ich glaube, da bin ich gerade auf dem Holzweg. Dieser führt bereits das aus. Ja, der läuft jetzt darüber und arbeitet da Holz ab, richtig? Jetzt hat er 40 Holz. Und wenn ich weiterklicke, bringt er. Das macht er automatisch und ich habe es eben wahrscheinlich unterbrochen. Ja,
Zum steigenden Wasser gehen verschiedene Plagen voraus. Je näher die Wellen kommen, desto häufiger finden diese Katastrophen statt. Von der Welle trifft immer ein verheerendes Unglück ein und es wäre klug, sich zu sputen. In der nächsten Runde trifft eine geringe Plage ein. Okay. Da gibt es einen Blitzschlag. Okay, drei Blitze schlagen an zufälligen Stellen ein und verursachen 100 Schaden gegen Gebäude und setzen Wälder und Dschungel in Brand, okay. Der Himmel verdunkelt sich und rascht und vermittelt der Sturm ins kurzabtensive Chaotisch. Die Blitze schlagen zu, ja, das haben wir gerade schon gelesen sozusagen. Und das war unser Wald natürlich, ist klar, ne? War jetzt nicht so toll. Ein Blitz ist in diesem Wald eingeschlagen und das Holz hat Feuer gefangen. Wenn Oko hier bleibt, können sie sich schwer verbrennen zu sehen. Leiden Zöglinge zu viel Schaden, werden sie zum Schluchzen zurückgerufen und verschwinden. Hinweisfeuer kann auf ganze Wälder, Dschungel und Gebäude übergreifen. Ja, was machen wir jetzt? Was gibt mir das Spiel vor? Also die 10 Punkte hat er schon verloren, dadurch, dass es gebrannt hat, ne? Wo sehe ich denn jetzt seine Gesundheit? Ja, ich muss ihn einfach da wegholen, glaube ich. Aber dann hat er wieder nichts, ne? Doof gelaufen, oder wie soll man das sagen? Der Wald ist hin. Jetzt müssen wir einen anderen Wald aufsuchen. Ah, da kommt er ja. Nochmal, da gibt es auch einen See drumrum. Ja, ich muss leider zig Runden weitermachen. Jetzt hat er das 40 Holz, hat er die 40 Holz und bringt die weg. Nächste Runde. Hurra, es wurde alle notwendigen Rohstoffe gesammelt. Oko kann die Brücke sofort reparieren und sie zum Auge begeben. Öffne die Karte und weise Oko anzugehen, indem du auf den Zielort klickst. Oko kann einige der Vorräte zum Auge mitnehmen, indem er sie auf Lulus Rücken verstaut. Die auf der Reise mitgeführten Rohstoffe folgen dem Stamm zur nächsten Rast. In diesem Fall werden die den Zöglingen bei der Errichtung ihres Paradies im Auge zugutekommen. Wähle einen Rohstoff und verstaue ihn auf Lulus Rücken. Hinweise: Die Rohstoffe, die du für die Reise, in diesem Fall für die Reparatur der Brücke benötigst, werden vor der Abreise vom Vorrat abgezogen und sind in diesem Schritt nicht verfügbar. Jetzt ist die Frage, was ich denn. Kann ich das alles mitnehmen oder? Ach so, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, das da reinzupacken, oder wie sehe ich das? Wenn du auf Abreisen klickst, werden Lulu und Oko zum Auge reisen. Ja, hier gibt's ja nichts mehr, ne? Dann habe ich doch alles, oder? Abreisen. Bist du sicher, dass du jetzt abreisen möchtest? Ja, warum nicht? Gute Arbeit, du hast Oko geholfen, mit einer Menge Rohstoffe zum Auge zu reisen. Oko ist sicher. Jetzt musst du die anderen Stämme führen, bevor die Welle zu ihnen aufschließt. Sieg. Zurück zum Hauptmenü. Ja, Verbundene des Schicksals ist Kapitel 2. Machen wir mal in einer weiteren Folge. Diese Folge lassen wir mal jetzt außen vor. Ich denke, dass ich den Donnerstag, wo das rauskommt, diese Folge hochlade und gleich am nächsten Tag die zweite Folge bringe, weil es ganz neu ist. Damit wir nicht eine Woche warten müssen, denke ich mal schon, dass wir das hinkriegen, dass wir da jetzt mal dieses Spiel schneller vorstellen. Gut, Ersteindruck finde ich cool. Ist für mich jetzt wieder mal so ein Spiel, wo ich richtig Lust drauf habe, mit Ressourcen und so und den Weg bringen und so. Zufallsereignisse sind auch immer spannend, dass man nicht weiß, was gleich passiert. Das ist ganz nett gemacht. Sieht super aus, finde ich. Hat einen coolen Flair. Und ja, man muss gucken, wie sich das weiter ergibt in den nächsten Runden, ne? Alles klar, würde ich mal sagen. Wir sind dann jetzt erstmal durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Schreibt Kommentare drunter, wie ihr das Spiel findet. Finde ich ganz cool. Genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Dann kriegen mehrere Leute mit, dass dieses coole Spiel hier gibt und man sich das hier ansehen kann. Danke nochmal an Johann von Goblins Studios, dass ich den Key bekommen habe und ja, wollen wir hoffen, dass es da noch weiteres gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.